Kamele, neue Rüstung, das Cherry Blossom Biom, Archäologie und vieles mehr. Ich werde 100 Tage im neuen Trails & Tales Update überleben. Oder werde ich das? Wie auch immer, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben und wünsche euch sehr viel Spaß. So, Freunde der Sonne, ich heiße euch herzlich willkommen zu den 100 Tagen im neuen Minecraft Hardcore Trails & Tales Update. Ich war unglaublich gehypt auf dieses Abenteuer und so begann ich den ersten Baum zu fällen. Ich craftete mir gleich ein Schwert, mit dem ich das erste Schaf, das ich sah, schon in den Himmel schickte. Ein bisschen mehr Essen holte ich mir noch von den Kühen und als ich mich ein bisschen umsah, entdeckte ich meinen ersten Stein und Zuckerrohr. Ich craftete eine Spitzhacke und baute den Stein ab, den ich gleich für den Ofen benutzte, da man in Hardcore ja schon etwas schneller Essen verliert. Das gebratene Fleisch schmeckte ausgezeichnet und mit einem Boot fuhr ich dann etwas im Fluss, wo ich diese kleine Mini-Höhle entdeckte. Dort baute ich mein erstes Kupfer und meine erste Kohle ab und gegen die ersten Gegner hatte ich schon einen spannenden Kampf. Oder so. Ich sah mich ein wenig weiter um und entdeckte einfach das hier. Das neue Biom und dazu noch eine Village. Sofort wusste ich, dass ich hier bleiben wollte. Die Village kundschaftete ich ein bisschen aus und stibitzte mir natürlich die Heuballen. Anschließend ging ich in eine Mini-Höhle und nahm mir weiteres Kupfer und mein allererstes Eisen mit. Als ich dann wieder rausging, war es Nacht und ohne Rüstung ist man in Hardcore schneller tot, als man schauen kann. Also ging ich zu einem Villager und bockte mir für die Nacht das Bett aus. Am nächsten Morgen ging ich den Berg etwas hoch und dort oben war einfach noch ein Teil der Village. Das war also echt eine sehr coole Umgebung. Aus einer Truhe nahm ich mir einen Lederhelm und ich begutachtete das erste Mal die neue Baumart, bei der ich die Partikel, die runterfallen, richtig schön finde. Ich baute ein bisschen Holz ab und ging dann in eine Schlucht, die direkt in der Nähe war. Das gesammelte Eisen schmolz ich dann, woraus ich einen Eisenbrustpanzer und eine Eisenspitzhacke craftete. Ich ging dann etwas weiter runter in die Wasserhöhle und ihr müsst wissen, auch die 1.19 ist neu für mich, also sah ich das auch zum ersten Mal. Hä? Schaut ja voll nice aus. In der Nacht ging ich wieder hoch und als mich ein Skelett abschoss und mir drei ganze Herzen abzog, wusste ich, dass ich so schnell wie möglich wieder schlafen gehen musste. Sonst würde die Reise wieder ganz schnell vorbei sein. Ich craftete mir also ein Bett und ging schlafen. Beim weiteren Erkunden sah ich Kürbisse, die ich gleich mitnahm und kurze Zeit später stellte ich mein Lager auf. Das Plätzchen hier gefiel mir wirklich ausgesprochen gut und so farmte ich ein wenig Holz, craftete mir zwischendurch eine Eisenhose und terraformte etwas. Dann holte ich mir im Tal noch Sand und Birkenholz und nach einem kleinen Powernap konnte das Bauen meiner ersten kleinen Hütte beginnen. Wie ihr seht, war das jetzt nicht allzu schön, aber für den Anfang finde ich die Hütte trotzdem recht gemütlich. Im Innenraum hängte ich auch noch die ersten zwei Tools dieser Welt auf. Mit meinem ganzen Weizen craftete ich mir genug Brote, mit denen ich dann in eine Höhle minen ging. Nach ein bisschen Farmen craftete ich mir dann Eisenschuhe und es konnte etwas sicherer weitergehen. Ich nahm alles mit, was ich sah. Und hier waren sie dann, meine ersten Diamanten. Leider waren es nur zwei Stück und so musste ich weiter minen. Am sechsten Tag entschloss ich mich dann ein wenig zu Strip-Minen, bis ich dann zum Glück eine weitere Höhle fand, in der ich neben Monster auch Gott sei Dank weitere Diamanten fand. Zufälligerweise gleich danach auch einfach eine Amethyst-Geode, wo ich mir den ein oder anderen Block mitnahm. Dann machte ich mich auf den Weg nach oben, wo ich die Stelle an der Oberfläche für das nächste Mal auch direkt markierte. Ein paar Kühe nahm ich auf dem Weg nach Hause noch mit, wo ich dann eine Diamantspitzhacke craftete. Für den Zaubertisch, den ich als nächstes machen wollte, fehlte mir aber noch Obsidian. Also machte ich mich wieder auf den Weg in eine Höhle, wo ich relativ schnell einen Lavasee fand und mir dort 20 Obsidian snackte. Somit konnte ich mir einen Zaubertisch craften, der mich auf das nächste Level bringen sollte. Ich verzauberte direkt meine Eisenrüstung, baute ein wenig Zuckerrohr bei mir an und ging dann schlafen. Tag 9. Heute wollte ich den Full Enchanter angehen und so reiste ich etwas umher und nahm jede Kuh mit, die mir über den Weg lief. Für 15 Bücherregale braucht man ja einige Bücher und somit auch einiges an Leder. Ach ja, und natürlich auch einiges an Papier, also ließ ich mir das ganze Zuckerrohr auch nicht entgehen. Beim ganzen Reisen fiel mir echt die neue unglaublich schöne Landschaft auf und alleine, dass es zum Beispiel jetzt unterschiedliche Seehöhen gibt, finde ich einfach nur nice. Alter, Minecraft wird realistisch. Wie auch immer, es wurde dann Nacht und ich war definitiv nicht gut genug für die Nacht ausgerüstet, also ging ich schlafen und am nächsten Morgen ließ ich wieder ein paar Kühe verschwinden.
Ich fand auch eine neue Village, wo ich die ein oder andere Sache natürlich stibitzte und etwas später sah ich eine Portalruine. Leider war in der Kiste nichts allzu Aufregendes drinnen, aber wenigstens bekam ich 2 Goldblöcke. Zurück zu Hause craftete ich mir Bücher und musste feststellen, dass ich zu wenig Zuckerrohr hatte, also machte ich mich am nächsten Tag auf den Weg und suchte nach Zuckerrohr. Dabei fand ich auch gleich noch eine Village, wo ich mir natürlich jeden einzelnen Heuballen genehmigte. Ich glaube, ich bin schon so langsam der berüchtigte Heuballendieb in der Welt. Naja, beim Nachhauseweg entdeckte ich noch eine Village und sogar eine Pillager Outpost, was echt extrem praktisch ist, den in der Nähe zu haben. Am 12. Tag war es dann soweit. Ich konnte mir genügend Bücherregale für einen Full Enchanter craften. Für den wollte ich aber einen besonderen Platz bauen und ich entschied mich für diesen stabilen Felsvorsprung. Ich brachte die Fläche zuerst auf eine Ebene und fing dann an, den kleinen Bereich zu bauen. Und ach ja, es tut mir wirklich sehr leid, aber ich kann euch keine Timelapses zeigen, da der Replay-Mod, mit denen ich diese mache, auf der 1.20 noch nicht vorhanden ist. Ich hoffe aber, dass ihr mir das verzeihen könnt. Das war dann der fertige Full Enchanter. Nicht allzu aufregend, aber ich finde, das schaut trotzdem ganz nice aus. Ich verzauberte dann meine Eisenaxt, meine Eisenschaufel, mein Eisenschwert und ein Buch, bis ich Fortune 3 auf die Diamantspitzhacke bekam. Yo. Da freute ich mich echt enorm. Jetzt brauchte ich halt noch Level 30, also baute ich ein Netherportal auf und betrat das erste Mal den Nether. So, wer will Stress? Ich holte mir zu Hause noch kurz einen Goldhelm, aber dann konnte das Quarzfarmen beginnen. Als ich dann endlich Level 30 erreichte, sprang ich wieder durchs Netherportal und verzauerte die Diamantspitzhacke auf Glück 3 und Effizienz 4, womit ich zufrieden war, nur Haltbarkeit 3 hätte noch gefehlt. Aber man kann ja nicht alles haben. Mit Glück 3 wollte ich jetzt weitere Diamanten farmen gehen. Also lief ich zu meiner alten Markierung, baute mich runter und das lange Suchen nach Diamanten konnte beginnen. Natürlich nahm ich auch Lapis, Eisen, Redstone und Gold mit. Ich fand dann auch einen Mineshaft, wo die ersten Diamanten auf mich warteten. Für den nächsten suchte ich schon etwas länger. Dafür war es aber auch eine sehr dicke Ader, die mir insgesamt 23 Diamanten bescherte. Eine letzte Diamantquelle fand ich noch beim Stripminen und so kam ich auf die finale Anzahl an Diamanten. 55 Stück. Als ich dann eigentlich schon gehen wollte, traf ich zufällig noch auf einen Skelettspawner, wo einfach in der ersten Kiste ein OP-Goldapfel drinnen war. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist nur 3,5% und die OneBlock-Zuschauer wissen, wie verarscht ich mich gefühlt habe. Trotzdem war ich echt glücklich darüber und so machte ich mich wieder auf den Weg nach oben. Dort fiel mir erst auf, wie geil eigentlich der Felsvorsprung mit dem Full Enchanter aussieht. In der Base craftete ich mir dann eine volle Diamantrüstung, mit der ich mich zum ersten Mal in der Welt halbwegs sicher fühlte. Dann craftete ich mir noch ein Diamantschwert, eine Diamantaxt und noch eine Diamantspitzhacke. Meine alte Ausrüstung hängte ich dann in meiner kleinen Hütte für die Erinnerung auf. Dann craftete ich mir einen Bogen und verzauberte ihn gleich auf Infinity und Power 3. Als nächstes wurde mir Protection 3 auf dem Brustpanzer vorgeschlagen, also machte ich einen kleinen Ausflug in den Nether und farmte mich auf Level 33 hoch, womit ich dann den Brustpanzer auf Protection 3 verzauberte und die Spitzhacke auf Effizienz 4 und Unbreaking 3. Leider bekam ich, wie erhofft, keinen Silk Touch, also craftete ich mir noch eine Diamantspitzhacke und diesmal wurde mir tatsächlich Silk Touch vorgeschlagen. Ich farmte also wieder kurz im Nether Quarz und als wäre Silk Touch nicht genug gewesen, ich bekam sogar noch Unbreaking 3 und Effizienz 4 darauf. Der Dierhelm, den ich noch verzauberte, war auch nicht allzu schlecht. Jetzt mit Silk Touch hatte ich aber einen mobilen Full Enchanter und so baute ich ihn komplett ab und machte mich auf eine lange Reise im Nether bereit. Dort farmte ich die nächsten Tage durchgehend nur Quarz. Hier und da stellte ich den Zaubertisch wieder auf und verzauberte zuerst die Schaufel und die Axt. Dann tauchte der erste Gast auf und ich erledigte ihn mit seiner eigenen Waffe, was mir ein lilanes Achievement beschert. Let's go! Oh, let's go, let's go, let's go, let's go. Weiters verzauberte ich die Hose und als ich dann etwas unkonzentriert umherlief, passierte mir einfach das hier. Oh, 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 oh. Puh. Holy shit, wie ich mich erschreckt hatte. Ich dachte wirklich für einen kurzen Augenblick, dass es das gewesen sei, aber Gott sei Dank hatte ich Glück. Ich verzauberte dann noch die Schuhe, und zwar gleich 2 verschiedene. Das Schwert packte dann die 2 Schuhe und die 2 Spitzhacken zusammen und haute noch Sharpness 3 auf das Schwert. Jetzt war ich aber wirklich fertig und ich konnte mich auf den Heimweg machen. Zu Hause machte ich mir noch einen Überblick über die ganzen Verzauberungen und ich fühlte mich wirklich sehr mächtig, muss ich sagen.
Ich stellte den Zaubertisch wieder komplett auf und craftete mir am nächsten Tag ein paar Holzboote, weil ich es vorhatte, einen Raid zu starten. Natürlich nicht bei der Village direkt nebenan, sondern bei einer, die etwas weiter weg war. Kurz bevor ich dort aber ankam, sah ich einfach das Pferd hier. Hä? Ja, ich war da schon ein wenig verwirrt. Keine Ahnung, was mit dem Pferd los war. Naja, ich platzierte die Boote außen rundherum und lief dann zum Pillager Outpost, wo ich den Typ mit der Flagge tötete und somit das Bad Omen bekam. Ganz oben lootete ich die Kiste noch und bekam einfach das erste Mal in meinem Leben ein Boxhorn, beziehungsweise ein Goathorn, das auch echt einen sehr, sehr niceen Sound hatte. Als ich dann wieder bei der Village ankam, startete gleich der Raid, bei dem ich wirklich etwas nervös war. So einen Raid darf man nämlich nicht unterschätzen. Die ersten paar Wellen waren logischerweise nicht allzu schwer und das ein oder andere Boot zeigte auch schon seine Wirkung. Als dann aber die Evoker und die Ravager kamen, wurde das alles ein bisschen kniffliger, aber mit einem Totem in der Hand fühlte ich mich schon etwas sicherer. Bis zum 21. Tag kämpfte ich durchgehend, bis mir der letzte Villager den Sieg brachte und ich somit zum Hero of the Village anerkannt wurde. Yeah. Als Loot hatte ich insgesamt 7 Totems zu verzeichnen, was im Vergleich zu dem einen Villager, der vom gesamten Dorf überlebte, schon etwas frech war. Aber ich beschwerte mich absolut nicht. Stolz hängte ich einen Großteil der Totems bei mir in der Hütte auf. In der Nacht baute ich dann etwas Erde neben meinem Haus ab, um dort Sachen anbauen zu können. Für den Flex craftete ich mir gleich eine Diamanthacke, was denn auch sonst. Ich baute dann eine Reihe an Kürbissen und noch Kartoffeln an, wo ich mir jetzt nicht wirklich Mühe gab. Dann wollte ich wieder etwas reisen gehen und so craftete ich mir einen Besen, was auch im Trails & Tales Update neu dazu kam. Damit kann man nämlich putzen oder so ähnlich. Lässig! Am 23. Tag ging ich dann los und mein Ziel war es, Bambus zu finden, weil man mit dem in der neuen Version auch mehr Sachen machen kann. Natürlich nahm ich in jedem Dorf auch die Heuballen mit. Musste ich ja machen. Dann erblickte ich auch bald einmal einen Dschungel und tatsächlich war auch ein wenig Bambus dort, den ich natürlich direkt mitnahm. Unter anderem genehmigte ich mir noch Kakaobohnen, natürlich ein wenig Dschungelholz und Melonen, bis ich dann zu einer dicken Bambus-Area kam und mir dort den ein oder anderen Stack einpackte. Zufälligerweise fand ich auch einfach das hier. Das ist auch im neuen Update dazugekommen und nennt sich Trail-Ruine. Das war richtig stabil und ich konnte das erste Mal den Besen bei einem seltsamen Kiesblock benutzen, was mir auch ein hängendes Schild brachte, das auch neu in der 1.20 Version ist. Bei Nacht diese archäologische Stätte auszugraben war mir etwas zu riskant, also ging ich schlafen und am nächsten Tag konnte das Aushöhlen beginnen. Dabei konnte ich öfters mit dem Besen das ein oder andere Fundstück ausgraben, darunter auch einfach eine Topfscherve, mit denen ich später noch was machen werde. Bis zum 26. Tag grub ich das weiter aus, bis ich keine Lust mehr hatte, also ließ ich die ganzen Items vorübergehend dort, kennzeichnete die Ausgrabungsstätte noch und craftete mir ein Bambusboot, was für mich eher wie ein Floß aussieht und machte mich so wieder auf dem Heimweg. Zurück zu Hause baute ich dann den ganzen Bambus an und hängte natürlich die Topfscherbe in meiner Hütte auf. Jetzt wollte ich mich schon so langsam für das End vorbereiten, wozu ich in den Nether startete und kurze Zeit später eine Festung fand. Dort fand ich bei einem Blazespawner insgesamt 20 Lohnruten und kundschaftete anschließend die restliche Festung aus. Dabei konnte ich mir 3 Diamanten, meinen ersten Rüstungsbesatz und viele Pferderüstungen nehmen. Zu Hause baute ich ein paar Netherwarzen an und suchte mir ein schnelles Pferd, was ich beim First Try sogar bekam und das war wirklich schnell. Damit suchte ich mir Kühe und Schafe, die ich bis zu meiner Base lockte und anschließend noch einen Käfig für sie baute. Jetzt hatte ich zumindest ein wenig mehr Gesellschaft. In der Nacht machte ich mich dann mit meinem neuen besten Kumpel auf den Weg, ein paar Endermen zu töten, was mir insgesamt 3 Enderperlen bescherte. Tag 28. Heute wollte ich wieder etwas umherreisen, um entweder eine Wüste, einen Sumpf oder irgendetwas anderes Spannendes zu finden. Mit dem Pferd war das relativ angenehm, ohne ihm wäre ich um einiges langsamer gewesen. Nach kurzer Zeit fand ich einen weiteren Pillager Outpost, wo ich zuerst den Eisengolem befreite und anschließend die Allies, welche echt super nice aussehen. Am Abend fand ich dann meinen allerersten Mangrovensumpf, wo ich auch diese 2 Kumpels hier sah. Und hätte ich gewusst, dass sie nichts droppen, hätte ich sie auch nicht getötet. Naja. Den ein oder anderen Block nahm ich natürlich mit und ein paar hundert Blöcke weiter war auch ein normaler Sumpf. Das war perfekt, weil ich für Leinen noch Slimes benötigte, aber da noch Tag war, fuhr ich mit dem Boot ein wenig im Meer herum und fand ein gesunkenes Schiff, bei dem ich sogar eine Schatzkarte bekam. Es wurde aber wieder Nacht und so verbrachte ich die Zeit im Sumpf, wo aber komischerweise kein einziger Slime spawnte.
Es dauerte ein wenig, bis ich drauf kam, dass bei Neumond ja keine Slimes spawnen. Diese spawnen nämlich am häufigsten um den Vollmond herum. Also musste ich noch ein paar Tage warten und so grub ich als erstes den Schatz aus, wo als Belohnung das Heart of the Sea drinnen war. Ich fuhr weiter das Meer entlang und fand dabei eine Ozeanruine, in der ich eine Angel mit Luck of the Sea 3 bekam und eine weitere Schatzkarte. Mich griff dann ein Ertrunkener mit dem Dreizack an. Ich bekämpfte ihn also und er droppte den Dreizack einfach, was echt lucky war. Es war dann noch ein seltsamer Kiesblock unten, aus dem ich auch einfach eine weitere Topscherbe putzte. Anschließend lootete ich noch ein untergegangenes Schiff, bei dem ich einen weiteren Rüstungsbesatz bekam. Eine weitere Portalruine lootete ich auch noch, die geil aussah, aber nichts gönnte. Ich machte mich dann wieder auf den Weg nach Hause, wo ich kurz ein weiteres Pferd mir zähmte, was leider nicht ansatzweise so schnell war, aber zu Hause legte ich dann meinen ganzen Proviant ab. Ich holte mir das nächste Pferd, mit dem ich ein paar Enderperlen farmte, und anschließend lootete ich weiter gesunkene Schiffe und Ozeanruinen, wobei ich eine weitere Topscherbe bekam. In der Nacht war ich dann im Sumpf unterwegs und ich bekämpfte einen Slime nach dem anderen, bis ich insgesamt 110 Slime Balls hatte. Ich grub noch einen weiteren Schatz aus, aber machte mich dann wieder mit meinem Lieblingspferd auf den mühsamen Heimweg. Jetzt konnte ich mir eine Leine craften und meinem Kumpel endlich einen Namen geben. Dabei war ich echt extrem kreativ und nannte ihn. Meine Rüstung hat schon einiges ausgehalten und ich musste unbedingt verhindern, dass diese kaputt wird. Also craftete ich mir ein Lesepult und nachdem ich in der Nacht durch Enderperlen holen war, sperrte ich einen Villager ein und versuchte ein Manning-Buch von ihm zu bekommen. Der Bro war aber echt hartnäckig und es dauerte eine Weile, bis er es mir endlich anbot und dann noch zu so einem Wucherpreis. Ich Was? Idiot kaufte aber natürlich gleich eines, das war vermutlich auch gerade der Deal seines Lebens. Kuss, Digga. Naja, ich tradete dann ganz viel Weizen mit dem Farmer und als dann wieder Nacht wurde, verzauberte ich einen weiteren Bogen, was echt saugut war. Diesen kombinierte ich gleich mit dem alten Infinity-Bogen und haute dann das Manning-Buch auf den Helm drauf, da der ja am anfälligsten ist. Am nächsten Morgen tradete ich mit dem Bogenmeister und natürlich mit dem Farmer, mit dessen gewonnenen Emerald sich dann weitere Manning-Bücher kaufte. Insgesamt waren es nochmal 3 Stück, die ich jeweils auf die Rüstungsteile draufpackte. Jetzt ging es an die Vorbereitung für den Ender-Dragon-Kampf und so fing ich an, Tränke zu brauen. Da ich dann Glowstone benötigte, machte ich einen kleinen Abstecher in den Nether. Nice. Braute dann aber die Tränke fertig, wo mir nur noch mehr der Trank des sanften Falles fehlte. Dazu müssten ja erst Phantome spawnen und so musste ich noch ein paar Tage ohne Schlafen verbringen. Ich baute also ein paar Kirschbäume ab, mit denen ich einen Weg von meinem Haus zu dem Zaubertisch bauen wollte. Ich fing also an, grob den Weg zu bauen, bis mir die Form gefiel und anschließend setzte ich noch einen Umriss mit Deepslate-Blöcken und ich finde, rosa und schwarz passen in der Kombination einfach perfekt zusammen. Das dauerte ein wenig und ich ersetzte noch die normalen Holzblöcke mit Treppen, dass man da etwas angenehmer raufgehen kann. Die Schaufel war dann eins vor kaputt gehen, also craftete ich mir einfach eine neue. Mit der konnte ich den Weg dann etwas erweitern und zwar zum Nether-Portal, das ich auch etwas hervorhob. Im Großen und Ganzen war ich dann recht zufrieden und ich finde, das hat ganz stabil ausgesehen. Komplett random tauchten dann Pillager auf, die ich natürlich beseitigte, was aber leider einen Nebeneffekt hatte, nämlich bekam ich das Bad Omen. Das wollte ich so schnell wie möglich beseitigen, aber da meine Rüstung noch ordentlich angeschlagen war, ging ich kurz in den Nether und reparierte sie, jetzt wo sie zum Glück schon Mending hatte. Ich farmte mich noch zusätzlich auf Level 30 hoch und verzauberte die zweite Diamantschaufel, was echt komplett Premium war. Dann machte ich mich aber auf den Weg zu einer Village. Ich blies durch mein Ziegenhorn und der Kampf konnte beginnen. Welle nach Welle beseitigte ich die Gegner, wobei ich des Öfteren schon schwitzen musste. Zum Schluss blieben noch ein paar Gegner übrig, die ich auf Teufel komm raus einfach nicht fand. In der Nacht spawnten zum Glück dann aber die ersten Phantome, von denen ich die Phantomhaut gedroppt bekam. Irgendwann gab ich dann auf zu suchen und wollte nach Hause laufen, wo ich komplett random noch in diese Höhle schaute, wo tatsächlich die letzten Pillager waren. Diese erledigte ich schnell und dadurch gewann ich den Raid. Leider verpasste ich aber das Feuerwerk in der Village, was mir jetzt nicht unbedingt wehgetan hat, als ich die Preise vom Villager sah. Als Ausbeute hatte ich aber wieder ganze 4 Totems zu verzeichnen. Ich stellte die ganzen Banner auf meinem Weg auf, braute anschließend Tränke des sanften Falles und craftete die Enderaugen. Jetzt war ich gut genug vorbereitet. Ich verabschiedete mich noch bei den Kühen und Schafen und natürlich bei meinem Pferd. Dann konnte die Reise beginnen. Etwas nervös war ich schon und in der 40. Nacht befand ich mich dann über dem Stronghold.
Dort baute ich mich nach unten, wo ich den Stronghold gleich entdeckte und ihn ein wenig auskundschaftete. Und hier war er, der Endportalraum. Ich betrat ihn aber nicht sofort, sondern suchte nach der Bibliothek, welche irgendwie nirgendwo aufzufinden war. Im Endportalraum aktivierte ich dann mit meinen Augen das Portal und atmete noch einmal kurz durch. Ich sprang dann rein und jetzt gab es kein Zurück mehr. Zuerst musste ich mich nach oben bauen, wo ich den Ender Dragon zum ersten Mal sah. Sofort fing ich an, einen Endcrystal nach dem anderen zu zerstören, wobei mich der Ender Dragon dann komplett wegkatapultierte. Aber zum Glück hatte ich ja den Trank des sanften Falles, der mich in dem Fall safete. Als der Dragon dann in die Mitte flog, konnte ich mit meinem Stärketrank und dem Schwert ihm einigen Schaden zufügen. Der Drachenatem richtete aber auch bei mir viel Schaden an, was ich aber mit meinen Tränken leicht kontern konnte. Nach einer weiteren Nahkampfattacke war er aber schon auf Lowlife und so finishte ich ihn mit Pfeil und Bogen. Stolz sah ich mir meinen Sieg an. Wofür ich als Belohnung extrem viel XP und natürlich das Ender-Ei bekam, das ich mir sofort mitnahm. Der Sieg brachte auch noch eine weitere Sache mit sich, nämlich das Portal zu den Endinseln. Mit einer Enderperle teleportierte ich mich gleich rein und machte mich direkt auf den Weg, eine Endcity zu suchen. Nach ein paar Minuten fand ich eine, wo zwei Schalker es direkt mit mir zu tun bekamen. Mit den Schalker-Shells craftete ich mir meine erste Schalker-Box und anschließend lootete ich die ganze Endcity. Dann war ich damit fertig und es war nur noch mehr das Endschiff übrig. Ich baute mich also hinüber und als ich es betrat, bekämpfte ich noch eine Schalker und hier war sie. Die Elytra. Diese würde einiges in dem Abenteuer hier verändern. Ich holte mir noch den Enderdrachenkopf, fühlte mich für einen Augenblick ziemlich cool und dann floh ich das erste Mal in dieser Welt. Und zwar zurück nach Hause. Im normalen End wieder angekommen, sprang ich durchs Portal und skippte natürlich die Credits. Bei meiner Heimat wieder hängte ich zuerst den Enderdrachenkopf auf und als ich die ganzen Items einsortieren wollte, waren die Kisten leider schon komplett am Übergehen. Also brauchte ich einen neuen Lagerplatz, wo ich mich entschied, den hinter meiner Hütte zu bauen. Ich farmte Kirschenholz und fing an, das Plätzchen zu bauen. Die Kombination mit dem Deep Slate wollte ich gleich beibehalten und so baute ich bis in die 43. Nacht hinein. Dann musste ich natürlich noch alles einsortieren und als ich damit fertig war, betrachtete ich den fertigen Lagerplatz, womit ich eigentlich recht zufrieden war. Für die Elytra brauchte ich unbedingt Haltbarkeit 3 als Verzauberung, also versuchte ich mit Büchern diese Verzauberung zu bekommen, was nicht so gut funktionierte, ich also etwas Zuckerrohr wieder sammeln musste. Mit dem ganzen Zuckerrohr baute ich dann aber eine kleine Farm auf, damit ich auch in Zukunft immer genug Zuckerrohr habe. Jetzt bekam ich glücklicherweise beim ersten Buch Haltbarkeit 3, was ich sofort auf die Elytra packte. Haltbarkeit 3 war die eine wichtige Verzauberung, die noch wichtigere war Mending, also tradete ich ein wenig mit dem Farmer und einem neuen Bogenmeister, mit dessen Emeralds ich mir zwei neue Mending-Bücher von meinem Lieblingsvillager kaufen konnte. Die packte ich zum einen auf mein Schwert und zum anderen natürlich auf die Elytra. Jetzt konnte ich viel, viel schneller reisen und so machte ich mich auf den Weg zur Ausgrabungsstätte im Dschungel, wo ich wieder einige Items mit dem Besen ergattern konnte. Ich baute weiter die Trailruine aus, bis ich sie halbwegs fertig unterirdisch ausgebaut hatte. Mein Ziel war es aber, die ganze Ruine auszubauen, damit man sie von oben betrachten kann. Das würde aber so echt ewig dauern, also wollte ich zuerst einen Full Beacon machen. Zurück zu Hause nutzte ich also die Chance und fing an, einen Mineneingang bei meiner Base zu bauen. Diesen baute ich tatsächlich bis zum Bedrock, wo ich zufälligerweise auch Diamanten fand. Da aber in dieser Version Strip Mining echt nicht so effektiv ist, ging ich in die Höhle und sammelte dort das ganze Eisen und Gold ein. Natürlich nahm ich die Diamanten, die mir ins Auge fielen, auch mit. Die Anzahl an Monster, die durchgehend in der Höhle waren, ist echt brutal gewesen und hin und wieder musste ich wirklich aufpassen. Dadurch musste ich auch extrem viel essen und so kehrte ich schon recht früh zurück, um neues Essen zu holen. Nicht nur das, ich kam auch auf die geniale Idee, Nachtsichttränke zu brauen, damit ich vielleicht etwas besser in den extrem dunklen Höhlen sehen kann. Als ich diesen Trick dann ausprobierte, glaubte ich es kaum. Es war komplett hell und ich erkannte alles. Dadurch sah ich so viel mehr und verpasste keinen einzigen Diamanten mehr, wovon ich merkte, dass ich davor einige übersah. Die nächsten Tage fand ich also weiter fleißigst Eisen, Gold und Diamanten. Als ich nichts an den Erze abbaute und nach unten blickte, sah ich einfach das hier. Das Deep Dark. Ich freute mich sehr, dass ich es zumindest schon gefunden habe, aber erkunden wollte ich es noch nicht. Dafür war meine Ausrüstung noch nicht ausreichend und so farmte ich einfach weiter.
In der 52. Nacht hatte ich dann genug und so baute ich mich rauf und flog zurück zu meiner Base. Das alles hier war die Ausbeute der letzten Tage, was ausreichend für den Full Beacon war. Jetzt hatte ich zwar ausreichend Erze, aber noch keinen richtigen Platz, um diese zu schmelzen. So entschied ich mich, einen kleinen Ofenplatz neben dem Lagerplatz zu bauen, auch wieder mit Deep Slate im selben Stil. Die verschiedenen Ofenarten packte ich direkt in die Mauer rein und war dann recht zufrieden damit. Dann haute ich die ganzen Erze in die Öfen, die sich nicht ansatzweise ausgingen, aber ausbauen wollte ich den Bereich jetzt nicht mehr. In der Zwischenzeit erntete ich einfach meine Felder und tradete mit Villager, und zwar so viel, dass ich mir 2 Mending-Bücher kaufen konnte, die ich jeweils auf die Diamantspitzhacken packte. Außerdem wollte ich nicht die ganze Kohle verschwenden und so holte ich ein paar Lava-Eimer im Nether, die dann als Brennstoff für die Erze dienten. Jetzt hatte ich dann definitiv genug Eisen- und Goldblöcke für den Full Beacon, mir fehlte halt noch der Beacon an der ganzen Sache. Also ging ich in den Nether und bevor ich zu einer Netherfestung kam, entdeckte ich eine Bastion. Diese musste ich natürlich sofort erkunden und ich erschreckte mich ein wenig, als ich merkte, dass mir der Piglin-Baba ganze 5 Herzen Schaden zufügte. Also musste ich wirklich auf der Hut sein. Direkt in der ersten Kiste fand ich die Netherite Upgrade Schmiedevorlage, was wirklich richtig nice war, da man in der neuen Version nur mehr mit Hilfe dieser Schmiedevorlage die Items auf Netherite aufbessern kann. Ich genehmigte mir noch eine weitere Schmiedevorlage, mein erstes Ancient Debris und ein paar Goldblöcke. Dann machte ich mich aber auf den Weg zu einer Netherfestung, wo ich ein Wither-Skelett nach dem anderen schnetzelte, wobei ich echt alles andere als lucky war. Ich tötete so viele Wither-Skelette und kein einziges droppte mir in den Kopf. Nach 20 Minuten hatte ich die Schnauze voll und ich suchte eine andere Festung, die ich recht schnell fand und die wirklich viel größer und viel geiler war. Dort machte ich weiter mit den Töten von Wither-Skeletten und hatte auch nicht besonders viel Luck. Über 40 Minuten dauerte es, bis ich die 3 Köpfe zusammen hatte, und als ich schon gehen wollte, wurde es ziemlich knapp und ich musste mein erstes Totem opfern. Dann nahm ich noch zum Abschluss 2-3 Wither-Skelette auf den Weg mit und natürlich droppte mir eines davon einen Kopf. Da fühlte ich mich echt etwas verarscht. Ich flog dann aber heim und freute mich, dass das Köpfefarmen vorbei war. Beim Wither-Kampf wollte ich jetzt nichts riskieren und so ging ich meinen Tunnel bis ganz nach unten, wo ich auch einen engen Gang noch baute. Dort platzierte ich den Soul Sand und anschließend die Köpfe. Und dann war es soweit, der Wither spawnte. Ich kannte keinen Spaß und so feuerte ich am Anfang nur mit dem Bogen drauf, was ihn schon auf Half-Life brachte. Dann ging ich in den Nahkampf, wo ich versehentlich ohne Diakos-Panzer kämpfte und somit viel mehr Schaden erlitt. Nach dem Rüstungswechsel und einem Goldapfel ging ich aber nochmal rein und der Wither war schneller down, als ich schauen konnte. Hier lag also die Belohnung, der Wither-Stern. Ich sammelte ihn auf und craftete direkt den Beacon. Ich machte mir noch ein paar Ofenkartoffeln und am nächsten Morgen flog ich wieder Richtung Ausgrabungsstätte. Dort baute ich den Full Beacon auf und bekam gleich 2 Achievements. Direkt aktivierte ich Haste 2 und begann damit, die ganzen Bäume auf der Oberfläche zu fällen. Als ich damit in der Nacht dann fertig wurde, war die nächste Schicht zum Entfernen die Erde. Mit der Diaschaufel ging das eh recht zackig und ich wurde damit in der 60. Nacht fertig. Dann wollte ich die Steinschicht angehen, merkte aber, dass ich die Steine nicht insta-minen konnte, weil ich die Silk Touch Spitzhacke nur auf Effizienz 4 und nicht Effizienz 5 hatte. Ich flog also wieder nach Hause, reparierte meine Schaufel und verzauberte eine neue Diamantspitzhacke auf gut Glück, was auch richtig gut funktionierte. Die beiden Spitzhacken konnte ich dann zusammentun, was mir Silk Touch mit Effizienz 5 bescherte. Damit flog ich also wieder in den Dschungel und jetzt konnte ich die Steine um so viel schneller abbauen. Das dauerte echt lange und war sehr eintönig, also war die Konzentration auch leider nicht die beste. Mir passierte genau das, was ich unbedingt vermeiden wollte, nämlich ging meine Silk Touch Spitzhacke kaputt. Ja, das war jetzt nicht so geil. Ich baute so lange weiter ab, bis die zweite Spitzhacke auch kurz vorm Kaputtgehen war. So weit bin ich gekommen und man kann schon einiges erkennen. Am 63. Tag ging ich dann in den Nether, um meine Spitzhacke zu reparieren und dabei farmte ich mich auch gleich auf Level 33 hoch, womit ich dann zweimal versuchte, eine neue Diamantspitzhacke mit Silk Touch zu bekommen, was leider scheiterte.
Jetzt wollte ich das 1.20 Update weiter erforschen und so entschied ich mich, alle Schmiedevorlagen zu finden, was keine leichte Aufgabe war. Die erste an der Reihe würde ich von einem Elder Guardian bekommen, also war das Ocean Monument meine erste Challenge. Dafür wollte ich aber unbedingt Unterwassertränke brauen, wofür ich das erste Mal angeln ging und auf einen Pufferfisch hoffte. Nach einer Weile bekam ich ihn dann auch zum Glück, woraus dann 3 Unterwasseratmungstränke mit jeweils 8 Minuten entstanden. Ich holte mir noch ein paar Milcheimer und dann konnte die Reise zum Ocean Monument beginnen. Als ich dann dort ankam, baute ich mich direkt zum ersten Boss, wo der Fight echt unglaublich knapp wurde. Leider erhielt ich vom ersten Elder Guardian noch keine Schmiedevorlage, aber als ich dann den zweiten besiegte und auch wieder auf Low Life kam, sah ich sie im Wasser schwimmen und holte mir die erste seltene Schmiedevorlage in mein Inventar. Ich besiegte dann auch noch den dritten Boss, der mir aber leider nichts droppte. Als nächstes wollte ich die Schmiedevorlage von einem Pillager Outpost holen und da ich den, wo ich die Allies befreite, noch im Kopf hatte, flog ich dorthin und zum Glück waren sie auch dort in der Kiste. Lustigerweise bekam ich auch noch ein weiteres Ziegenhorn, wobei der Sound echt lustig ist, aber gegen mein altes hat er keine Meter. Das nächste an der Tagesordnung war einen Dschungeltempel zu suchen, die bekanntlich ja nicht allzu häufig sind. Ich kam dann das erste Mal bei einer Sandruine vorbei, wo es auch seltsamen Sand gibt. Der ist nochmal besser als der seltsame Kies, da man bei dem einfach ein neues Tierei bekommen kann. Da ich keine Besen mit hatte, baute ich mich kurzhand nach unten, farmte Kupfer, dann noch eine Feder und so war ich wieder bestens ausgestattet. Die Zombies, die mich da angriffen, schafften es einfach ein Totem von mir zu verschwenden, was schon echt peinlich war, muss ich sagen. Naja, vom seltsamen Sand bekam ich leider nicht das neue Tierei, dafür aber eine neue Topfscherbe. Die nächsten Tage reiste ich umher, durchforstete einen Dschungel nach dem anderen und hatte echt kein Glück, was die Dschungeltempel betraf. Irgendwann erblickte ich aber Gott sei Dank einen Tempel, wo ich natürlich enttäuscht wurde. Glücklicherweise war der zweite Tempel nicht allzu weit entfernt, wo ich diesmal aber Glück hatte und das sogar gleich zweimal. Von der Wildnisvorlage hatte ich also insgesamt 4 Stück. Jetzt wollte ich aber wieder nach Hause fliegen, wobei ich auf dem Weg alle Ozeanruinen ausforschte und immer schön mit dem Besen den seltsamen Gravel putzte. Leider verlor ich dann in einem Kampf gegen so viele Ertrunkene ein weiteres Totem, und zwar das letzte, was ich mit hatte. Jetzt wollte ich aber wirklich nur mehr so schnell wie möglich heim. Zu Hause rüstete ich mich wieder mit genug Raketen aus und als nächstes wollte ich zu einer Woodland Mansion, also craftete ich mir einen Kartentisch, womit ich einen Villager zum Kartografen machte. Mit diesem tradete ich dann die nächste Zeit, bis er mir eben die Karte zu einer Woodland Mansion verkaufte. Ich kaufte mir auch noch leere Karten, die ich in meiner unmittelbaren Umgebung aktivierte und so eine kleine Map auf der Rückseite der Hütte aufstellte. Schaut schon ganz stabil aus, wo ich hier bin. Dann machte ich mich auf die Reise zur Woodland Mansion. Nachdem ich kurz auf dem Weg ein bisschen putzen war, kam ich nach ein paar Minuten dort an. Die nächste große Challenge erwartete mich. Ich schnaufte noch kurz durch und ging dann durch die Haupttür hinein. Zuerst schaute ich mich etwas im Erdgeschoss um, wo bis auf ein paar Kämpfe nichts allzu Spannendes war. In einer geheimen Truhe fand ich eine Music Disc und 2 Kettenbrustpanzer und in der nächsten war sogar eine Diamanthacke drinnen. Ich fand dann auch noch diese Plantage, die schon etwas sass aussah. Naja, weiter ging es in den ersten Stock, wo auch schon viel mehr Gegner auf mich warteten und sogar schon die ersten Evoker, deren Wechsels mir wirklich schon zu schaffen machten. Einen Raum nach dem anderen durchforstete ich und hoffte dabei auf die Schmiedevorlage, aber ich fand kaum Kisten und wenn, hatte ich kein Glück. Als ich dann in den zweiten Stock raufging, wurde ich leider wieder enttäuscht und ich war echt schon ein bisschen verzweifelt. Ich probierte dennoch mein Bestes und suchte überall nach einem möglichen geheimen Raum und als ich dann ganz zum Schluss noch oben durch das Dach baute, fand ich tatsächlich einen ganz kleinen geheimen Raum, wo dann Gott sei Dank die Schmiedevorlage in der zweiten Kiste war. Da war ich echt komplett erleichtert. Beim Nachhauseweg machte ich wieder bei der ein oder anderen Ozeanruine Halt und hoffte auf das neue Tierei, was ich aber leider nicht bekam. In der 69. Nacht kam ich dann wieder zu Hause an und das nächste, was ich unbedingt machen wollte, war Respiration 3 auf den Helm zu bekommen, damit ich viel länger unter Wasser atmen kann. Das wurde mir aber leider nicht beim Zaubertisch vorgeschlagen, dafür aber Channeling auf den Trident. Also fand ich natürlich wieder ein wenig Quarz im Nether und konnte somit den Trident verzaubern. Dann wurde mir auch Respiration 3 auf den Helm vorgeschlagen, also ja richtig, farmte ich die Level im Nether, verzauberte dann den Helm und kombinierte ihn mit meinen alten, was jetzt echt ein Barbadier-Helm war. Als Vorbereitung für später lockte ich einen Piglin in ein von mir gebautes Loch und benannte ihn um, damit er nicht despawnt.
Für was ich das gemacht habe, seht ihr hoffentlich etwas später. Jetzt war ich aber ready für die nächste große Aufgabe. Nämlich wollte ich die neuen Tiere finden. Zum einen den Sniffer, den man nur als Spawner bekommen kann, und zum anderen natürlich Kamele. Ich flog also in der 70. Nacht los und hoffte bei jeder Ozeanruine aufs Beste. Bei einem Pillager Outpost in einer Schneelandschaft konnte ich dann mein drittes Ziegenhorn einsammeln und ich finde den Sound bei dem auch ganz stabil. Mit Nachtsichttränken war es um einiges angenehmer, da ich dadurch die Ozeanruine viel besser erkennen konnte. Tatsächlich bekam ich dann das neue Item. Das Sniffer Egg. Ah, let's go. Ihr könnt mir gar nicht glauben, wie ich mich da gefreut hatte. Und als wäre das noch nicht genug gewesen, bekam ich einfach ein paar Minuten danach das zweite. Nice. Das war richtig geil, weil da man die ja vermehren kann, musste ich kein weiteres Spawner mehr finden. Noch geiler war dann, dass direkt daneben die erste große Wüste war, die ich bis dato gesehen hatte. Nach ein bisschen umherfliegen kam ich auch zu der ersten Wüstenvillage, wo ich mich direkt auf das Kamel saß. Das ist echt ein sehr, sehr geiles Tier, kann ordentlich springen und ist auch recht groß. Mit dem umherzureiten machte echt Spaß, aber ich hatte auch noch eine andere Mission in der Wüste, nämlich eine weitere Schmiedevorlage finden. Im ersten Wüstentempel wurde ich leider enttäuscht, im zweiten bekam ich zwar Diamanten, aber da wurde ich auch enttäuscht. Dafür dann aber im dritten, wo ich dann gleich ganze 4 Schmiedevorlagen bekam. In einer zweiten Wüstenvillage schnappte ich mir dann ein zweites Kamel, mit denen ich die Heimreise angehen wollte. Es war der 72. Tag, wo ich die Reise nach Hause startete und holy shit, ich sag's euch, das war alles andere als schön. Erstens hatte ich leider nur eine Leine mit, was das Traveln im Wasser schon ordentlich erschwerte. Zweitens bin ich am Anfang leider komplett in die falsche Richtung gelaufen. Worte. Na, das war die falsche Richtung. Drittens ist das echt komplett nervig gewesen, da sehr häufig einfach die Leine beim zweiten Kamel riss, was echt auch viel Zeit fraß. Viertens musste ich durch einige Waldbiome, wo die Reise wirklich, wirklich den Zenit erreicht hat und ich wirklich komplett aggressiv, verzweifelt, genervt und generell einfach echt salty war. Hier ein paar lustige Ausschnitte. Ma, jetzt setzt er sich auch hin. Ma, wo ist denn der da schon wieder? Ma. Ma. Come on. Circa 10.000 Blöcke Luftlinie entfernt kam ich dann endlich am 77. Tag bei mir zu Hause an, wo ich die zwei Kamele der Reise entsprechend umbenannte. Cool schauen sie aber trotzdem aus und ich finde, es hat sich trotzdem mehr als gelohnt. Das erste, was ich dann anging, war einen kleinen Bereich für die Sniffer zu bauen. Ich wollte nichts allzu Aufregendes machen und so baute ich einfach einen kleinen Käfig mit Deepslate-Mauern. Dann war es soweit und ich platzierte die zwei Sniffer-Eggs. Die waren schon echt groß und ich find's nice, dass man die einfach so abbauen kann, ohne dass man sie verliert. Jetzt musste ich nur noch mehr 20 Minuten warten, bis sie schlüpfen. In der Zwischenzeit entdeckte ich eine Katze bei mir in der Base, die ich natürlich sofort zu zähmen versuchte. Das klappte auch zum Glück mit meinen nur 3 rohen Fischen und ab jetzt würden mir die Phantome nicht mehr so auf die Nerven gehen, da Katzen ja die grandiose Gabe haben, Phantome zu verscheuchen. Als nächstes versuchte ich eine Art Mini-Wüste bei mir zu bauen, damit sich die Kamele hier auch etwas wohler fühlen können. Schaut jetzt nicht allzu professionell aus, aber es erfüllt seinen Zweck. Da ich jetzt langsam das Netherite-Farmen angehen wollte, begann ich ein paar Feuerresistenztränke zu brauen und versuchte nebenbei wieder eine Silk-Touch-Spitzhacke zu bekommen. Mir wurde dann auch die Verzauberung vorgeschlagen und nachdem ich einen kurzen Abstecher in den Nether machte, sah ich dann einfach bei mir zu Hause das. Die Sniffer schlüpften endlich und ich finde, sie schauen echt richtig, richtig lustig aus. Zudem machen sie auch noch recht lustige Sounds. Bis sie aber erwachsen werden, musste ich noch ein wenig warten. Ich verzauberte dann die Spitzhacke, was eher eine Enttäuschung war. Come on. Naja, dann flog ich ein bisschen umher und scherte jedes Schaf, was ich entdecken konnte und zusätzlich stahl ich noch die Wolle vom Pillager Outpost. Zum Schluss hatte ich mehr als 2 Stacks Wolle zu verzeichnen und ich war ready zum Netherite Farmen. Der Anfang mit TNT war echt erstaunlich gut und ich fand die ersten Ancient Debris Blöcke sehr, sehr schnell. Dafür ließ es aber umso mehr nach. 9 Ancient Debris hatte ich nach den insgesamt über 40 Bettenexplosionen zu verzeichnen und da ich jetzt weder TNT noch Wolle mehr hatte, musste ich es einfach mit Strip-Mine versuchen. Die nächsten 20 Minuten baute ich also tausende von Netherrack-Blöcken ab und als ich dann 20 Stück Ancient Debris zusammen hatte, machte ich mich wieder auf in die Overworld. Dort schmolz ich gleich das Ancient Debris zu Netherite Scraps und leider hatte ich nicht mehr genügend Gold im Lager. Hey, wo ist das Gold? Also ging ich das kurz in einer Höhle holen, aber dann konnte ich meine 5 Netherite craften. In der neuen Version braucht man ja aber zwangsweise auch das Netherite Upgrade Template, wovon ich aber nur eines hatte. Das kann man aber freundlicherweise verdoppeln. Kostet zwar 7 Diamanten, aber was soll's.
Ich holte mir also 5 weitere Templates, aber bevor ich es upgradete, wollte ich noch die anderen Schmiedevorlagen holen. Die erste an der Reihe war in einem Stronghold zu finden, also floh ich ein wenig weg und suchte ein anderes Endportal. Dort kam ich glücklicherweise direkt in die Bibliothek, wo auch in der ersten Kiste die Schmiedevorlage Jawohl. Auf mich wartete. Ich flog dann wieder heim, wo ich mir weitere Raketen craftete und anschließend direkt zu meinem schon aktivierten Endportal flog. Dort sprang ich durchs Portal und im End ging ich zu den Endinseln, wo ich nicht allzu lange für eine Endcity suchte. Dort wollte ich nämlich die letzte Vorlage mir snacken. Dabei holte ich mir eine weitere Elytra, ziemlich viel Loot und für den Flex noch mein Lieblingsachievement. Nämlich ließ ich mich 50 Blöcke mit Hilfe von den Schalkern in die Höhe schweben. In der allerletzten Kiste der Endcity fand ich dann auch noch zum Glück, wonach ich suchte. Nämlich die Schmiedevorlage. Jetzt hatte ich alle Vorlagen beisammen, bis auf 3, die man nur bei den Trailruinen finden kann und die eh nicht so wichtig sind. Und dann noch 2 seltene, die hoffentlich im Deep Dark auf mich warteten. Das wollte ich nämlich als nächstes angehen. Als Vorbereitung holte ich mir im Nether Gastränen für Regenerationstränke. Dann machte ich mir noch Stärketränke und natürlich Nachtsichttränke. Außerdem ging ich kurz auf Schweinejagd, um noch ausreichend stabiles Essen für den großen Kampf zu sammeln. Das Allerwichtigste musste ich aber noch machen, nämlich die komplette Rüstung und auch das Schwert auf Netherite aufbessern. Dadurch bekam ich sogar ein Achievement und ich fühlte mich mächtiger denn je. Als letztes scherte ich wieder einige Schafe, um Wolle zu bekommen, weil diese im Deep Dark einen großen Nutzen hat. Am Abend des 83. Tages war ich dann ready und ich verabschiedete mich bei den Sniffern, bei den Kamelen und natürlich bei meiner Katze, die immer noch keinen Namen hatte. Ich ging also meinen Minenschacht nach unten, suchte kurz den richtigen Weg und hier war ich, im Deep Dark. Sofort lootete ich die ersten Kisten und fand sogar ein paar Diamanten. Dann farmte ich mir dort unten ordentlich Wolle, lootete ein paar weitere Kisten und gab mein Bestes, die Skulk-Sensoren nicht zu triggern, damit die nicht die Skulk-Shrieker aktivieren und somit der Warden spawnt. Unter anderem fand ich diesen Raum mit Eis und lootete echt ordentlich viel Kisten, wobei ich natürlich nacheinander die Sensoren und die Shrieker einbauen und dann abbauen musste. Hin und wieder passierte mir aber doch ein Fehler und nachdem ich das 4. Mal dann verkackt habe, war es so. Es wurde sehr dunkel und der Warden spawnte. Da ich den noch nie zuvor bekämpfte, aber wusste, dass der stärker als der Enderdrachen ist, lief ich direkt weg und sah dann erst nach einiger Zeit ums Eck, wo er auch schon auf mich wartete. Nach 2 Bogenschüssen zog ich mich aber wieder zurück und lockte ihn etwas umher. Ich kämpfte mich dann in der Mitte auf das Portal und schoss den Warden einfach oben mit Pfeil und Bogen ab, bis er dann endlich starb und ich das Achievement bekam. Weiterhin war ich auf der Hut und war sehr behutsam, was meine Lautstärke anging. Und ich lootete noch weitere Kisten, bis mir dann aber die Nachtsichttränke ausgingen. Ich sortierte dann bei meinem Lager die ganzen Sachen ein und mir fiel erst dann auf, dass ich Swift Sneak 3 als Buch bekommen hatte. Also klatschte ich das sofort auf meine Hose und holy, man ist damit echt viel, viel schneller im Sneaken. Schaut sogar auch etwas lustig aus. Was auch noch lustig aussieht, waren die ausgewachsenen Sniffer, die mich überraschten. Die schauen echt sehr geil und mächtig aus und sind einfach mal größer als ich. Sie haben mir sogar schon das erste Item aus dem Boden geschnüffelt, was irgend so eine neue Pflanze ist, die ich einfach mal anbaute. Naja, ich machte mich wieder auf den Weg ins Deep Dark, wo ich weiterhin auf der Suche nach den Schmiedevorlagen war. Ich hatte wirklich kein Glück und ich fand keine von den 2 Schmiedevorlagen in einer Kiste. Mit der neuen Swift Sneak Verzauberung war ich jetzt zwar um einige schneller, aber das hätte mit der Wolle-Taktik noch ewig gedauert, also gab es eine Planänderung. Ich machte mir keine Gedanken mehr über meine Lautstärke, sondern zerstörte einfach alle Skulk-Shrieker, die ich zu sehen bekam. Dadurch spawnte ich zwar den ein oder anderen Warden, aber die würden ja nach ein paar Minuten immer despawnen. Kiste nach Kiste plünderte ich durch, wurde aber nie mit einer Schmiedevorlage belohnt. Als mir dann erneut die Nachtsichttränke ausgingen, baute ich mich wieder nach oben und als ich dann kurz bei den Sniffern vorbeischaute, merkte ich einfach, dass man in die hineinschauen kann. Hä, wie schauen die bitte von innen aus? Wie auch immer, ich braute mir wieder Tränke, hängte stolz einen Skelettkopf auf, packte Feather Falling 4 auf meine Netherite-Schuhe und diesmal ging ich zum letzten Mal ins Deep Dark. Nachdem ich wieder ein paar Warden spawnte, fand ich einfach diesen Raum unter dem großen Portal. Anscheinend war das so eine Art Ausstellung von Redstone-Konstruktionen, die ich ganz cool fand, aber leider war auch hier nicht das, wonach ich suchte. Dann fightete ich gegen einen Warden, dessen Attacke mir einfach 7,5 Herzen Schaden machte, also mit ihm war absolut nicht zum Spaßen. Ein weiteres Mal bekam ich seine Attacke zu spüren, aber schlussendlich war ich derjenige, der zuletzt lachte. Und tschüss.
Ich betrachtete dann zum ersten Mal das Portal und ich muss echt sagen, ich bin gespannt, ob in Zukunft noch etwas mit dem Portal hier passiert. Aber was denkt ihr? Glaubt ihr, da kommt eine weitere Dimension auf uns zu? Schreibt mal eure Vermutungen in die Kommentare, würde mich echt mal interessieren. Naja, ich hatte dann irgendwann wirklich jede einzelne Kiste gelootet und das Ergebnis war sehr ernüchternd. Keine einzige Schmiedevorlage. Dafür aber super sinnvolle Diamanthose und gleich 3 Stück an der Zahl. Außerdem konnte ich mir jetzt die Schallplatte craften. Und nachdem ich einen Diamanten für den Schallplattenspieler opferte, spielte ich die Platte ab, was jetzt nicht die beste Musik war. Dafür hat die andere aber umso mehr geballert. Nun wollte ich aber endlich die Rüstung angehen und so duplizierte ich eine nice Schmiedevorlage. Dann war es soweit und die Rüstung bekam zwar nur ein optisches, dafür aber ein sehr geiles optisches Upgrade. Ich finde, der lila Ton passt einfach perfekt mit der verzauberten Nether-Rüstung zusammen und ich finde, das Muster, das ich gewählt habe, ist auch sehr nice. Da ich aber noch viele weitere Schmiedevorlagen hatte, verschönerte ich noch eine zweite Diamantrüstung mit einem schönen Weißton, die ich auf einen Rüstungsständer packte. Das machte ich auch noch mit einer gemischten Rüstung und einer Lederrüstung, die auch ganz stabil aussehen. Dann vermehrte ich die Sniffer mit diesen neuen Samen, die sie zuvor selber aus dem Boden geschnüffelt haben und bekam dadurch ein neues Ei, das ich natürlich gleich wieder aufstellte. Dann reparierte ich kurz meine Spitzhacke und flog zu der Ausgrabungsstätte, wo ich den Rest der Ruine ausgrub. So sah der Spaß dann von oben aus und ich weiß echt nicht, was das genau sein sollte, aber naja, ich wollte unbedingt, dass ich und vor allem ihr wisst, wie das Ding ausgegraben aussieht. Und ich finde, das hat sich durchaus gelohnt. Außerdem fand ich meine verlorene Schalkerbox wieder mit meinem Lieblings-Goat-Horn. Dann baute ich aber den Full-Beacon ab und war stolz, dass ich dieses kleine Projekt durchgezogen habe. Zurück zu Hause verwendete ich meine letzten Schmiedevorlagen für 3 weitere Rüstungen, die ich alle bei meinem Lager aufstellte und ich finde, das ist eines der coolsten Sachen am neuen Update. Was meint ihr, was ist die coolste Rüstung? Also ich finde immer noch mit Abstand meine Netherite-Rüstung am schönsten, aber vielleicht habt ihr ja einen anderen Favoriten. Es war schon der 92. Tag und ich hatte immer noch kein richtiges Haus, also musste ich das natürlich noch angehen. Zuerst flog ich zu einer Taiga und farmte mir dort fast 10 Stacks Fichtenholz. Anschließend richtete ich ein paar andere Sachen her, sowie verschiedene Steine und ich ging noch kurz zu einer Amethystgeode, um mir Kalzit zu holen, weil das echt ein geiler weißer Block ist. Als ich dann wieder nach oben zu mir flog, sah ich den neuen geschlüpften kleinen Sniffer und die neue Blume, die schon ausgewachsen war. Alter, wie geil sieht die bitte aus? Dann musste ich noch den ein oder anderen Kirschbaum fällen, da ich natürlich das Haus im Cherry Blossom Theme bauen wollte. Zu Hause waren die letzten Vorbereitungen noch zu machen und dann suchte ich mir einen guten Platz aus und terraformte etwas. Als es dann halbwegs eben war, baute ich den Grundriss und fing an, das Cherry Blossom Haus zu bauen. Leider immer noch keine Timelapse, aber ich muss sagen, ich finde das Haus wirklich richtig episch und schön. Die ganzen Töpferscherben, die ich ja in den letzten 100 Tagen gesammelt habe, benutzte ich jetzt zum ersten Mal und craftete einige verzierte Krüge, die ich vor dem Haus aufstellte. Dann pflanzte ich die Snifferblume noch an und packte in die Krüge noch die Cherry Blossom Baumsetzlinge rein. Als letztes verschönerte ich den Bereich rundherum mit etwas Coarse Dirt. Für den Innenbereich hatte ich leider absolut keine Zeit mehr. Ich craftete aber noch ein neues Item, nämlich ein paar neue bearbeitete Bücherregale. Die platzierte ich im Turm und stellte alle meine verzauberten Bücher rein, was finde ich schon recht lässig aussieht. Dann war ich aber fertig mit dem Haus und kann es euch jetzt präsentieren. Schon nice finde ich, aber da schon der 100. Tag war, überbaute ich schnell noch diese eine Schlucht bei mir und baute darauf den Full Beacon, wo ich meine allerletzten Diamonds verbaute. Dann war es soweit und ich bewunderte noch alle meine Errungenschaften in diesen 100 Tagen. Angefangen bei meiner ersten kleinen hässlichen Hütte, wo einfach noch der OP-Goldapfel drinnen hängt. Dann die recht mageren Farmen. Der Aufgang zu dem Zaubertisch, der Zauberbereich, die super seltenen Sniffer, die 2 Kamele, die mir den ein oder anderen Nerven gekostet haben, der Lagerbereich mit den Rüstungen, der Full Beacon und zu guter Letzt das Cherry Blossom Haus. Es war also einiges, was ich alles getan habe, aber alles schaffte ich leider nicht, wie zum Beispiel den neuen Piglinkopf zu bekommen. Wie auch immer, es brach auch schon die Nacht an und ich blies ein letztes Mal durch das Goathorn. Das war es. Ich habe 100 Tage in Minecraft Hardcore, ohne zu sterben, überlebt.